Heute habe ich euch ein Mega-Rezept. Und zwar bin ich auch wirklich ein bisschen stolz drauf, dass ich jetzt wirklich das Rezept gefunden habe. Und zwar geht es heute um Champignons. Viele kennen die Champignons wie vom Weihnachtsmarkt. Und da gibt es ja zickerlei Rezepte. Und ich habe wirklich schon seit Jahren immer wieder versucht, die Champignons im Thermomix zu machen, dass sie wirklich so schmecken wie auf dem Weihnachtsmarkt. Und es war aber nie so. Und jetzt habe ich das Rezept gefunden. Mädels und Bubens, ihr müsst es nachmachen. Also alle, die Champignons lieben, macht dieses Rezept auf jeden Fall nach. Als allererstes brauchen wir natürlich Champignons. Ihr könnt jetzt weiße Champignons oder braune Champignons hernehmen, die wo ihr lieber mögt. Und zwar brauchen wir 400 Gramm. Und schaut her, ich habe die einfach, die kleineren, halbiert. Die etwas größeren habe ich dann geviertelt, also die dürfen schon noch eine dementsprechende Größe haben. Dann benötigen wir 4 Knoblauchzehen, die habe ich mir schon abgezogen, und ein bisschen frische Petersilie, ich sage jetzt einfach mal eine Handvoll ungefähr, und ein bisschen Chiliflocken. Olivenöl, Salz und Pfeffer. Mehr braucht man nicht. Und ich würde sagen, wir legen los. Als allererstes werden die 4 Knoblauchzehen und der frische Petersilie zerkleinert. Und da gebe ich auch direkt gleich ein bisschen Chili mit dazu. Da gibt es einfach so viel Chili dazu, wie ihr mögt. Also ich gebe jetzt da so ungefähr einen halben Teelöffel dazu. Dann setze ich wieder meinen Mixi-Meißer ein. Und dann wird das Ganze 5 Sekunden auf der Stufe 5 zerkleinert. 5 auf 5. Und jetzt kommen auch schon alle restlichen Zutaten dazu und wird dann nur noch 14 Minuten gekocht. Das, was da noch dran hängt, kratze ich wieder ab. Alles nach unten schieben. Jetzt kommen unsere Pilze dazu. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Und 50 Gramm Olivenöl, das wiege ich mir jetzt noch frisch ab. So, alles haben wir drin. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und oben setze ich natürlich wieder den Wufu ein, und jetzt wird das Ganze 14 Minuten. Kommt natürlich immer auf die Größe von euren Pilzen drauf an, auf 120 Grad. Ganz, ganz wichtig, Linkslauf, und wir nehmen jetzt die Sanftrührstufe. Das heißt, wir drehen den Riegler einmal an, bis der Kochlöffel erscheint, und jetzt geht das Ganze linksrum ganz sanft, damit uns ja die Pilze dann auch ganz bleiben. Und ich sag euch, nach ein paar Minuten fängt es dann schon an zu duften und das ganze Haus riecht nach Pilze, Knoblauch, einfach wie auf dem Weihnachtsmarkt. Wenn ihr das riechen könntet, Leute, ich sag's euch, die ganze Bude duftet. Und jetzt hole ich es mal raus, ich muss es euch zeigen. Oh, es duftet Wahnsinn. Ich gieße das jetzt gleich mal hier raus, damit ihr das sehen könnt, wie das aussieht.
Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an mit dem Chili, dem Knoblauch und der Petersilie. Ein Traum, sage ich euch. Die Flüssigkeit gebe ich auch dazu. Und die lasse ich mir jetzt auf jeden Fall schmecken. Ihr könnt selbstverständlich auch gleich die doppelte Menge im Thermomix machen. Funktioniert genauso. 800 Champignon, aber ich wollte jetzt nur eine kleine Menge machen. Die gehört jetzt ganz alleine mir. Und Leute, macht es auf jeden Fall nach und gebt mir gerne Feedback dazu. Ja, ich sag wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Bleibt mir gesund und ich sag wie immer, bis ganz, ganz bald, eure Ruckzuck-Manu.